die Dame, die uns ermöglicht hat, dass hier dieser riesengroße Free Assange Park steht. Sie ist mit dem Unternehmer, der uns den zur Verfügung gestellt hat, Herrn Bart, in Kontakt. Sie ist Journalistin. Stefan Zini von der Stadtzeitung.org. Stefan Zini wird kurz hier sprechen für 2 Minuten und dann auf dem Truck mehr von ihr zu hören. Steff, du bist eine Mitstreiterin, eine Freundin geworden, du bist immer dabei und ich danke dir und bitte erzähl uns zu dem Free Assange Truck und noch weiter dann auf dem Truck, der vorne angeht. Ja, hallo, es ist ja wunderbar, so viele beherzte Menschen hier zu sehen. Und ich könnte mir das nie verzeihen, heute nicht hier zu sein. Und ich möchte Maria danken und ihrem wunderbaren Team, dass sie das alles für uns hier möglich gemacht haben. Ich weiß, was das bedeutet, sowas zu organisieren. Das ist crazy. So, ich möchte euch etwas sagen. Wir sind aus Süddeutschland gekommen mit dem Assange-Truck, der jetzt hier hinter euch steht. Wenn ihr euch einmal umdreht, dann seht ihr, 17 Meter Journalismus ist kein Verbrechen. Free Julian Assange. Free Julian Assange. Ja! Free Julian Assange. So, ein bisschen lese ich etwas vor, aber nur ein paar Stichworte. Gestern Morgen hat es geregnet. Ich habe das nicht in meinem Smartphone gesehen, also hat es nicht geregnet. Das ist so ziemlich alles, was ich heute sagen will über die alten Medien. Ich werde in meinem Medium trotzdem schreiben, dass es geregnet hat. Das ist, was ich sagen will über die neuen Medien. Und wir haben heute hier viel gehört über die kriminellen Machenschaften der WHO. Wir haben längst eine Pandemie der Lügen und der gezielten Desinformation. Wir haben eine Infodemic. Wer von euch glaubt noch den Massenmedien, dem Staatsfernsehen oder den gekauften Zeitungen? Wer von euch? Nein? Okay. Julian Assange hat Verbrechen öffentlich gemacht. Ihr kennt alle das Video Collateral Murder. Die Schüsse der amerikanischen Kampfpiloten auf Zivilisten in Bagdad. Ihr erinnert euch. Und er war Verbrechen auf der Spur, möglicherweise einem pädophilen Ring um die ehemalige amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Darum verlor er seine Freiheit. Darum sitzt er im Gefängnis. Und wie finden wir das? Scheiße! So, und jetzt beraten Sie seit 4 Jahren darüber, ob er ein Spion ist oder als Journalist einfach seine Arbeit gemacht hat. Es ist eine Farce. Mit Assange sitzt die Pressefreiheit im Knast, denn er ist kein Verbrecher, er ist ein Held und er ist einer von uns. Ich will 3 Worte sagen zu Nord Stream 1 und 2. Über ein Jahr nach dem größten Terroranschlag auf unsere Infrastruktur wissen wir noch immer nicht, wer die Täter sind. Warum? Weil es Ukrainer sind? Weil es Amerikaner befohlen haben? Wir können nur spekulieren. Man sagt es uns nicht. Warum? Weil es gefährlich ist. Gefährlich für eine bestimmte Gruppe von Politikern, dann ist es zugleich auch gefährlich für die Journalisten in den neuen, in den freien, in den unabhängigen Medien, die noch einen Rückgrat haben, statt einem Ober- oder einem Unterschlundgarnierung. Wir alle brauchen die Pressefreiheit und Kollegen wie Julian Assange, um die Wahrheit zu erfahren. Über Nord Stream, über die Verbrechen der WHO. Die freie Presse ist die Voraussetzung für die Demokratie. Deswegen sind Journalisten die einzige Berufsgruppe in Deutschland, die durch das Grundgesetz geschützt sind. Warum nur? Das gilt jetzt an die Adresse der verräterischen Kollegen. Lights on, Reds out, Julian Assange, das gilt in Tedros, in Bill, auch der Hillary. Wir werden nicht aufhören, wir werden nicht rasten und nicht ruhen. Versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und sie zu schreiben. Und wir alle zusammen, wir müssen jetzt unbedingt laut werden. Raise the Volume ist unsere Headline der Kampagne Better Remedias. Und Raise the Volume, sage ich auch heute, lassen wir uns unseren Mund nicht verbieten,
ohne Menschen wie Julian Assange und ohne Plattformen wie WikiLeaks, ja ohne uns, die neuen Medien, werden all die Botschaften, die ihr heute hier gehört habt, eben nur von einigen Menschen gehört. Und darum braucht es uns, darum unterstützt uns. Wir werden nicht aufhören, mit Menschen zu sprechen und darüber zu schreiben. Wie wichtig wir sind, merken wir daran, wie sie uns bekämpfen. Und da spreche ich jetzt nicht alleine nur für mich in Stadtzeitung, sondern für alle, für uns alle. Alle Menschen, die in den neuen Medien sind, wissen, dass sie einen wirklich harten Job machen. Bitte glaubt an uns, glaubt unbedingt an uns. Wenn ihr uns nicht glauben könnt, dann tretet uns auf die Füße. Und wenn wir einmal so fett und bräsig, so gekauft sind, wie das, was wir jetzt gesehen haben während der Pandemie, dann sägt uns wieder ab. Das ist eure Verantwortung. Wir machen das für euch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Mehr gibt's im Truck oder, wer dem Truck folgt, ich will mich kurz halten. Wir haben es jetzt eilig und wir freuen uns auf eine wunderbare Ringrunde. Vielen Dank, Wien! Glaubt an die neuen Medien! Jetzt zu uns kommt, die Edith wird sich vorstellen, ich sage nur noch, letzter Sprecher für den heutigen Tag. Danke, dass Sie da sind.